Gut, dann ab zum Piratennest. Haben wir die Takarigua-Sache hier. Ah, unser Schmied wird schlafen. Wenn wir ihn beklauen können, beklauen wir ihn. Selbstverständlich. Ne? An der Schwertküste kann ich ja auch noch so viele Dinge aufmachen. Hier ist doch jemand. Alles gut, ich bin wieder draußen. Leg dich pennen, Alter. Passt. 25 Gold und ein Hammer. Das ist voll der Hammer. Ah, und jetzt hier oben noch. Da haben wir auch noch eine Truhe. Oh, das ist halt so, ja, ein bisschen Truhen holen, ne? Okay, der pennt. Der guckt hier zu. Wenn nicht, muss ich Alistair umknocken. Ist mir jetzt auch egal. Okay, pass auf, Kumpel. Ist mir egal. Ich klaue jetzt trotzdem alles. Eine 30er Truhe. Das ist ja easy, Alter. Oh, bisschen was haben wir bekommen. Das ist eine 90er Truhe sogar. Nein. Komm her, Diggi. Geh mir nicht auf den Keks. Also hier kann man echt klauen und das ist, ja, ist halt da. Häutungsmesser haben wir bekommen. Okay, das hatten wir nämlich noch gar nicht. Ich bin nochmal sauer, wenn ich hier lang laufe. Überleg dir gut, was du vorhast. Ah ja, der läuft mir nur noch hinterher. Hey, wer hier was klaut, bekommt Ärger. Eieiei, bist du grantig, Kumpel. Was hab ich denn mit deinem Grog? Ist auch woanders. Gut, dann haben wir auch hier, bis auf die 90er Truhe oben. Aber da wird wahrscheinlich auch nicht viel sein. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber wieder nach... Wollen wir an die Schwertküste? Können wir überhaupt an die Schwertküste? Ich glaube, die Leute werden uns hassen wie die Pest dort. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Machen wir Antigua erstmal. Mal gucken, was es dort zu holen gibt. Antigua wird auch nochmal sehr interessant werden. Also gerade... Ich glaube, ganz oben war das, ne? In dem Lagerhaus. Ich hoffe, da finden wir halt auch was. Legit was Gutes. Und wenn nicht, dann nicht. Ich sag's, wie es ist. Oh, ich muss mich mal aufsetzen hier. Ich versinke in dem Stuhl zunehmend. So. Okay, dann machen wir mal weiter. Erstmal, wir sind geheilt, das ist wichtig. Wir haben Leute verprügelt, das ist gut. Ich könnte Patty mitnehmen oder sollen wir mal... Nehmen wir mal Venturo mit. Ich würde gerne mal wissen, wer alles als noch als Kollege mit kann. Komm mit, wird gemacht. Achso, apropos, ich sollte mal mit Patty reden. Diese Emma aus dem Voodoo-Laden meinte, ich sei ein Weltenlenker. Ja und? Was heißt das jetzt? Ich wollte mal wissen, ob du das genauso siehst. Ach, so ist das. Du weißt doch, was du für mich bist. Ja. Alles. Was denn? Na, mein kleiner Held. Ich mein's ernst. Ja, ich auch. Und jetzt weiter aufs Ziel zu, du Weltenlenker. Süß. Hier sind die Karten. Ich habe ja noch eine Schatzkarte, stimmt. Oh Gott. Die müssen wir halt auch noch alle machen.
Gott, oh Gott. Ich hab so viel zu tun. Bin noch nicht mal ein Taschendieb oder so. Und man merkt, dass man mit Taschendiebstahl viel weiter kommt. Das Spiel ist auf Kämpfen nicht so extrem ausgelegt, kann es sein? Also, ich sag euch, wie es ist. Ich bin slightly verwirrt, dass man eigentlich... Ein Schiff ohne Rum stinkt nach Jauche. Nun. Ich merke aber, man kann nicht viel, ja, klauen. Man kann nicht viel kämpfen, nicht erkämpfen. Man, die Gegner haben ja kein Inventar. Wisst ihr, was ich meine? Und das stört mich ein bisschen. Ist offen. Ring, O-Ring des Duellanten. Stichwaffen. Nichts. Mal wieder nichts. Gut, dann gehen wir mit Venturo mal Richtung Eldrick. Aber erstmal mache ich eine kurze Toilettenpause. Von da bis gleich. So, da bin ich wieder. Dann lasst uns... lasst uns mal hier lang gehen. Hier waren wir auch noch nicht. Das sind wieder diese Viecher. Viecher. Halte durch, ich komme. Du brauchst ein bisschen lang, Kollege. Okay, jetzt hat sich schon für einen Schuss hat sich der die Waffe gelohnt. Eine Truhe, was gibt es hier? Fackel und Gold. Wie viel Gold haben wir? 190. Wow. Wow, erst. Es ist so ernüchternd, ehrlich gesagt. Ich finde, die Sachen, die man bekommt, sind gering. Okay, passt. Riesenkrabbe. Hoffe noch immer, dass man hier irgendwas findet, wo man graben kann, ne? Wegen Schatzkiste und sowas. Aber ich glaube, dafür brauchen wir halt immer die genaue Position. Mhm, was ist das da vorne? Aua. Danke. Das wollte ich gar nicht, aber gut. Trank der Ehrfurcht. Grog und einen Ring. Den Ring habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Moment. Den Ring. Ring der Gier. Silber zu. Oha. Ring der Gier. Oh ja. Jetzt haben wir nochmal mehr Punkte. Das ist. Das finde ich schon mal gut. Aber. Ich habe noch keine Schatzkiste für hier. Schatzkarte. Das ist die Seekarte. Das ist das Logbuch. Legendäre. Die Schatzinsel. Stahlbarts Schatz. Die Sturminsel, Takerigua, Pete's Schatzkarte. Der Schatz von O'Brien. Auf meiner Karte kann ich Aufenthaltsort des Schatzes sehen. Ich kann den Ort markieren auf der Karte. Und der ist hier oben. Ah. Nice. Bedeutet, ich kann laufende Quests machen. Ich kann nur mit Chani noch sprechen. Ich kann mit Garcia noch sprechen. Wir sind auf... Oh, Kleidung. Ah, warte mal. Wir können dann auch die legendären Gegenstände. Aha. Die ist dann... Nee, doch, die ist... Nee, die ist gar nicht markiert. Katze will kuscheln. Ich kacki nicht jetzt. Der hat schon den ganzen Tag gekuschelt. Kleiner Puhbär. Ja, ich nenne ihn Puhbär. Okay, gut. Also die werden nicht angezeigt. Ist okay. Seelenrufer. Da was angezeigt. Nee. Man kann zurück zum Schiff. Okay, das ist auch cool. Okay, die Schwinde der Gierige. Gut, dann Antigua. Bring den Rum nach Antigua. Stimmt, wir hatten noch den Rum. Ich verzauber mich direkt da rein. Dann krieg... Nein! Bis gleich. So, da bin ich wieder. Meine Güte. Ja, der Rum ist das Beste. Ich find's halt schade, dass das Spiel so häufig abstürzt. Was ist mit ihm passiert?
Hatte wohl eine große Klappe. Da hat Slade ihn über Bord gehen lassen. Okay. Ich bin frei, Beuter, und will frei... Kumpel. Ich habe Nachschub für dich aus Takarigua. Bei Neptuns Bart, das ist ja hervorragend. Hier, nimm das Gold. Du weißt ja, worin du es investieren kannst. Sicher. Komm, darauf trinken wir einen. Du wirst noch mein neuer Lieblingskapitän, weißt du das? Sag nicht sowas. Okay, wir könnten mit ihm handeln, machen wir aber ich jetzt nicht. Ich bin frei Beuter und will frei Bier. Da hol mich doch, der Klabautermann. Der Klabautermann. Wie sieht's denn aus? Kann ich dem irgendwas in die Hand drücken? Eines Tages werde ich... Nö. Aber die 1000 Gold tun uns verdammt gut gerade. Ehrlich gesagt, wir haben jetzt 1000 Apples. Ich weiß halt nicht, was ich als nächstes skille. Ob ich tatsächlich mich nochmal ranwage. Wobei, dann können wir den Affen machen. Oh, das Äffchen. Ja, der Rum ist das beste Parfüm. Donovan. Zeig mir das. Sehr gerne. Mon Kapitän, gib mir deine Pistolenkugeln. Ohrring des Duellanten brauche ich nicht. Ring der Täuschung. Schmutzige Tricks brauche ich nicht. Muskete Kugelsicher ist vielleicht noch interessant. Wurfwaffen Klingelfest brauche ich nicht. Bis auf eine passt schon. Trank der Klingen, okay. Brauche ich nicht. Das könnte man auch nochmal behalten. Oh, das ist gut. Geisterlilie. Schädelblüte Würgeranke. Ein Rohr Fitz. Zwei Leuchtkugeln. Zwei Perlen. Zwei Goldbrocken. Ein Kerzenleuchter. Drei Pokale. Ja, da haben wir schon so einiges. Oh, wir haben sogar zwei davon. Doppelläufer, Piratenklamotten, bla 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 bli. Passt. Haben wir nochmal ein bisschen Kohlen gemacht hier. Auf der letzten Etage. Ja. Der Rum ist das beste Parfüm. Der, was? Hier. Das ist ja auch so ein Eklon, Alter. So, dann marschieren wir mal. Wir können Truhen aufmachen. Wie viel haben wir jetzt auf Truhen öffnen? 65, ne? Hier. 55, meine ich. Mit einmal nochmal lernen mit 1500 hätten wir tatsächlich... Gut, mit 70 kann man bestimmt viel klauen, oder? Ah, uns fehlt einmal. Warte mal, wie viel brauche ich bis zum 60? Ist, glaube ich, so das Höchste, was ich machen würde. 6000 Ruhm. Junge. Gut, das hat sich geklärt. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Ich bin ganz enttäuscht. Also hier sind wir noch nicht lang gegangen. Hier ist aber nur eine Truhe. Da muss man aufpassen. Das sind jetzt keine Monster. Oh. Hier kann ich aber auch nicht graben. Okay. Schwert down. Die Küste kriegen wir locker auf. Das ist gar nicht mehr so das Problem. Gut. Jetzt ist offen. Okay, ich war zu schnell, glaube ich. Kugeln, Schmerzhütter und zwei Goldbrocken. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das Zeug ist gar nicht mal so schlecht, Alter. Okay, was finden wir hier? Oh, warte, warte, warte. Gargoyle-Ei. Hallöchen. Das war entscheidend. Uns fehlen noch zwei, dann haben wir eigentlich alle. Apropos, ich habe doch noch was Benutzbares hier. Der Schwertdorn. Oh ja, der Scharfblick. Der ist super gut. Auch wenn wir das wahrscheinlich irgendwie zu Tränken machen können, ich habe keinen Bock drauf. Ich will lieber permanente Wirkungen, die ich so schnell verzehren kann, weil den Rest werde ich wahrscheinlich nicht skillen können auf Dauer. Von daher passt das schon. Das passt schon. Hier sind noch ein paar Vögelchen. Also. Natürlich Späßle. Oh, hä?
Na komm, großer. Daneben. Ach komm. Ja, vollkommen richtig, Kumpel. Danke. Wir müssen uns um die Sandteufelchen kümmern. Haben wir auch gut hinbekommen, ha? Huh? Nach den Sandteufeln werden wir aber auch gut Geld haben. Nach den Sandteufeln, nach den Gargoyles. Die Sandteufel bringen nicht so viel Geld. Halte durch, ich komme! Okay, er schießt doppelt. Alles klar. Halte durch! Danke für den Schuss. Dann kommt der nächste. Der hängt noch ein bisschen. Venturo, wenn du auch drauf schießt, dann... Gut. Hammer. Oh, ich bin so froh, wenn wir wieder Magie haben irgendwann. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung... Oh, der hat übel getroffen. Was wir für eine... Was wir noch für eine... was für ein... nicht Clan. Na, wie heißt das? Was für eine... Gilde wir beim nächsten Mal spielen. Beim nächsten Mal gibt's wieder Gilden. In Risen 3, das weiß ich noch. Das weiß ich noch, weil es zwei an sich richtig coole Gilden gab. Halte durch, ich komme! Du kannst doppelt schießen, ne? Wenn sich diese Viecher erstmal richtig verbreiten, dann gute Nacht. Ja, du hast vollkommen recht, ey. Uns fehlt noch ein Gargoyle-Ei, ne? Da fehlt noch ein Nest. Passt. Oh, und eine Pistole. Dass ich die Pistole jetzt vielleicht nicht dringend brauche, ist okay. Aber, ja. Also, es gibt noch ein Nest weiter unten. Gehe ich davon aus. Ja, sieht auch so aus. Guck mal. Es sind auch genau 5 Eier. Es ist noch eine Truhe dabei. Ein Glücksbringer. Was bringt uns der Glücksbringer? Ausrüstung. Warte, das war... Doch, das war der hier. Kugelsicher. Ja, warum nicht? Das ist wenigstens was Sinnvolles. Okay. Wir haben einige Punkte gesammelt. Na, ist nicht mehr viel. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ein bisschen hoch. Gucken uns nochmal um. Eine Schädelblüte. Da vorne ist irgendwas. Venturus hinter uns. Sehr gut. Ich sehe schon, irgendwas wird uns gleich angreifen. Würde mich wundern, wenn nicht. Also zumindest hier am Strand irgendwo, ne? Okay, noch eine Bloody Mary mitgenommen, das ist schön. Ich glaube, ich werde Geld ausgeben müssen, um zu fragen, was man hier sonst noch sieht. Vielleicht doch. Mit Halten schießt du direkt zweimal. Okay. Danke, Großer. Die Äxte nehmen wir aber mit. Nächste. Oh. Weißt du, die Katze ist kaum aus dem Schlafzimmer drauf. Ich hab sie im Schlafzimmer schlafen lassen. Heute mal, weil die so sehr wollten. Kaum ist die draußen, fängt die wieder an zu reden. Ja, bisschen feiner. Musst du wieder mit der Welt kommunizieren. Er guckt mich halt nicht mal dabei an oder so.